Ja, hallo, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Systeria. In der letzten Folge waren wir mitten in der Schlacht gegen einen riesigen Drachen, der voll eingeschrumpft ist, aber trotzdem immer noch voll aushält. Und ja, wie es weitergeht, sehen wir jetzt. Bams. Wir hatten für eine Musik. Mein Gott. Ich glaube, ich krieg hier Copy Strike. Wahrscheinlich kriege ich hier irgendeinen Copy Strike oder so. Ah. Jetzt bin ich nicht amortisiert, ne? Wisst ihr ja. So, ich greife dich jetzt vom Weiten an. Hast du davon? Und ich werde jetzt durchgehend hier sprechen müssen, weil ich vielleicht dann Probleme kriege mit der Musik. Oder vielleicht auch nicht. Mal sehen. Werden wir ja sehen. Deswegen rede ich jetzt wie blöd. Und mach diesen Drachen platt. So, ich baller dich jetzt einfach vom Weiten ab. Und du kannst nichts dagegen machen. Sehr gut. Ja, von da kommt Feuer und hier kommt Wasser, ne? Willst du dagegen machen? Obwohl du ein Drache bist und Feuer wahrscheinlich resistent bist. Aber die haben den mit Pfeilen abgeschossen, glaube ich. Geil. Ist nur nicht verrecken, Leute. Die tun den vom Zaubern abhalten, sehr gut. Danke. Oh ne. Da ist bestimmt Kopiergeschütz erledigt, ich weiß es doch. Weiß nicht, was ich dagegen machen soll. So, geh weg. Oh, schon, der Müsigard gleich noch. Der Kampf ist auf einmal viel einfacher. Hätte ich mal irgendwie. Hätte ich vorher die Wasseramortisierung gemacht, das wäre, glaube ich, ein bisschen besser gewesen. Pfeile? Jawohl. Geil. Ja, willst du machen? Jetzt kannst du nicht mehr zaubern. Du bist aus irgendeinem Grund sowieso jetzt schwächer. Vorhin warst du viel stärker. Ich weiß nicht, woran das liegt jetzt. Ich hatte Mikle und Layla letztens, nicht vielleicht daran. Könnte vielleicht dran liegen, ja. Ja, tu mal wieder zaubern, damit die dich abbrechen können. So, und jetzt kommt noch der Pfeil, ja. Bam. Und zack. Jawohl, gleich ist er weg. Noch. Und ihr schafft es noch zu verrecken. Im fast letzten Moment hier. Was, rot? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe? Danke. Oh Mann. Ich krieg so was von Copyright Stripe hier von der Musik. Sehr doch. Weiß ich nicht, was ich dagegen mache. Ich hoffe, das wird nicht so schlimm sein. Weil das Lied ist auf jeden Fall, das Intro-Lied ist auf jeden Fall kopiergeschützt. Ich meine, wenn das nicht im offiziellen Spiel. Boah. Wenn das nicht im offiziellen Spiel vorkommt, dann wird das auf jeden Fall kopiergeschützt sein. So, komm her. Uff. Ja, gar nichts abgezogen. Komm schon. Das ist schon irgendwie episch gerade. Oh, 8000 noch. Oh, jetzt geht's auf Kasse. Komm. Ja, richtig episch, würde ich sagen.
Und... Mein Pfeil hat gar nichts abgezogen. Da waren die Pfeile von denen. Wie zum Teufel. Oh, warte. Jawohl. Da kam noch ein Schuss vom Weiten. Oh, schön. Ich kann nicht. Sag ich doch. Okay, bei Helldorf kann ich das ein bisschen noch verstehen, aber das Ding hat tausende Leute getötet gerade. Und jetzt sind alle Freunde. Okay. Ja, Kampfergebnis. Danke. Drachenreinkarnationsschule. Okay. Danke. So, jetzt müssen wir nur noch den finalen Boss toppen. Ich meine, der Kampf war schon episch. Wie wollen wir den letzten Kampf machen? Betonung liegt auf besiegt. Wir haben einen Drachen besiegt. Gleich die Kraft des selbstheilenden Arztes als Drachen nicht Verstärkung wieder aus. Okay. Gut. Das war gut, das war episch, das war schön. Ich so was von Probleme wegen dem Lied wahrscheinlich. Er klang nämlich so, als wäre er von den gleichen Sängerinnen, die halt Intro gesungen hat. Und ja, wie gesagt, wenn das Lied im Intro schon geändert wurde, also nicht vorkommt und nur instrumentell gespielt wird, dann wird das Lied erst recht kopiergeschützt sein. Aber ich mache ja kein Geld mit meinen Videos, also was Schlimmeres als das Lied hier entfernt, dass der Part entfernt wird, kann ja nicht passieren, oder? Hoffe ich. Also sowieso keine meine Videos. Okay, wir sollen zu den Ruinen. Ich wusste nicht,
Du hast einen Krieg gestoppt, du hast alles getan, was du tun konntest. Und 10.000 Menschen gerettet, genau. Warum ist sie jetzt schuld, ey? War ein Drache. Ist mal ehrlich. Er hat tausende Leute getötet, ist so. Da kann man nicht einfach sagen, ich verzeih dir. Oder ich kann es nicht. Das geht einfach nicht. Der sah mir jetzt auch nicht so aus, als wäre er auf Diskussionen irgendwie breit gewesen. So, da ist, erinnert mich. Oh, ein, zwei Mal noch, dann kann ich Geldfund endlich einschalten. Yay! Yay! Okay. So, der Drache war Level 80. Was zum... Will ich immer noch weiter trainieren oder was? Ich kann nicht mehr so gut trainieren, das ist ein Problem. Das ist der Eingang hier. Ich kann mir ja Level-Ups kaufen im PlayStation Network. Ja, was ich irgendwie vor als Geldverschwendung bezeichnen würde. もうどこからでしょ。心配いらねえよ。スレイは大したやつだ。スレイはもうですが、しっかりしすぎててね。てか、母親の心境だな。せめて姉にしてください。年離れてますけど。 俺らも一休みしようぜ。お姉さん。はい。皆さんに毛布をかけてから。おはよう。でもないだろう。 3日も寝っぱなしだったのに。嘘。通りでお腹空きすぎと思った。とりあえず食事にしよう。スレイさんもさっき起きたところですし。食べ終わったらラストンベルに行ってみよう。あの後どうなったか見届けなきゃ。仕事人間ね。私が言うのもあれだけど。気にならない？そりゃ。なる。また戦争始める気なら殺しとかなきゃだし。 Gut. Erstens, nein. Es gibt genug Pläne in der Welt, da muss man nicht absichtlich mehr schlafen. Wann können wir endlich mal wieder durch die Gegend reisen? Freiraum haben, ist schon Rollenspiel. Schon lange her. Ich glaube, wir müssen jetzt erst eine Weile durch die Gegend eiern in der Nähe. Skid, sag ich doch. Ein Mikrokosmos unserer Welt. Leider. Tenzoku dattanda yo na. Ano Dragon. Hai. Tsuyui chikara o motta kata datta hasu desu. Osoraku kano mono ga torae tojikometa no deshou. Senjou no kegare ga. Sag doch gleich, live. Ikenie toshite. So, wenn ich wüssten. Tsurei-san. Senjou wa sekai no shukuzu to ieru deshou. あらゆる感情が渦巻いています。恐怖や憎しみだね、ドラゴンというほどの。それだけではありません。ドラゴンに立ち向かう勇気もあります。それは、絶望するわけにはいかないよな。そんな俺が信じよ、セルゲイたちを、人の世界を。はい、信じますが、私たちも。 Okay, gerade ein. Er hat doch einen Titel bekommen. So, du hast jetzt auch voll viele Golddinger, die wir vielleicht ausrüsten sollten. Große, hatte einer, hat irgendein Ding hier, was Art Angriff und Angriff hat? Nee, ne, das hier zum Beispiel hat. Können wir doch zur Nachtwache schicken. Zur großen Mauer, weil der Winter naht. Ja. Kennt jemand die Anspielung? Ich hoffe doch. Wir brauchen noch für ein Level Up. 1000, das ist viel zu viel. Das heißt, 10 Kämpfe. Soll man sich mal geben. 1000 Erfahrungspunkte, ne?
wo ich so ungefähr 10 Kämpfe mit hochleveligen Gegnern. Das ist so frustrierend. Ich glaube, wir werden doch irgendwie Level 100 erreichen müssen, um gegen Hellalf antreten zu können, wenn der Level 100 ist. Boah, ich sehe so was von schwarz, ne? Bis wir den erledigt haben, werden wir erstmal alle möglichen Minibosse kaputt hauen. So, du hast Maximum, geil. Jetzt kannst du Geldfund lernen und Geld hier scheffeln. Danke, Edna. Oh, da. AP um 2 erhöht, geil. Okay. Ja, Lukas heißt er. Ich habe schon lange nicht mehr den Typen gesehen. ハイランド王国の使者として停戦の交渉に参った。ローランス帝国軍代表と面会をお願いしたい。お通ししたいのは山々ですが、公式には未だハイランドと交戦中で国家レベルの判断です。一兵卒の独断ではいかんとも。アリーシャ、ルーカス。失礼。やっぱり生きてやがったな。 ローランスと話しに。ああ、停戦の機会は今しかないと思ってな。よくやるね。ハイランドの姫が六に護衛も連れずに。最高の護衛がついてるっての。この程度の危険で争いが止まるなら安いものだ。だが、人の立場とは難しいものでな。 どうしても 白王騎士団の人だよね。セルゲイを呼んでくれないかな。スレイの友達のアリーシャが訪ねてきたって。友人同士の面会であれば騎士が関与するものではありません。まったく融通の利かない部下で申し訳ない。仕方ないよ、団長が堅苦しいから。一本取られたな。アリーシャさんですね。 スレイの友人、セルゲイと申します。アリーシャです。先日はお世話になりました。こちらこそ。よろしければお茶でもいかがでしょう。喜んで。スレイたちが開いてくれた道だ。決して無駄にはしない。ああ、傭兵の仕事がなくなっちまいそうだ。焼け酒だ。付き合いな、スレイ。 Haben wir eigentlich mal ein bisschen Zeit, uns zu entspannen. Gut. Finde ich sehr gut. Okay. Dann. Aber wie geht es jetzt weiter? Wir müssen immer noch Hellalf stoppen. Soweit vom letzten Kampf dürfen wir ja gar nicht mehr entfernt sein. Okay. Rose hat irgendwie Macken gemacht. Jetzt aber erstmal hier schnarchen gehen. Ach, Hammer. Stimmt, wir haben ja 3 Tage geschlafen. Aber trotzdem, Skit. Kein Skit? Was? Okay. Wo denn dann hin? Zum Allerheiligsten. Unsere allerheilige Alicia drin ist. Ja, jetzt freuen sich auf einmal alle. Prinzessinnen-Name und der Rittersmann sind im Heiligtum. Wie viel Geld habe ich jetzt bekommen? Edna hat schon direkt was gefunden. Geil. Bald werde ich im Geld schwimmen. Ja, 初回はな。ペンドラゴの城に招待されたよ。アリーシャ一人で。その代わり、ローランス皇帝陛下が直々に交渉してくださるそうだ。末席の王女の私と対等に。共にドラゴンと戦った戦友だ。ローランスは礼儀を心得ているよ。そっか。Als ob das keine Falle ist. あとは任せてよさそうだね。
Dragon dete ji katamaru da na. Ah, umai koto iwarete shimaimashita. Douyu kyousou ishiki? Srei mo issho ni Pendragon ni ikanai ka? Kimi wa ryoukoku no kakehashi toshite juyou na jinbutsu da. Arigato. Edo. Sore wa Arisha ga kanaeru yume da yo. そうだね。旅の無事を祈るよ。アリーシャもセルゲイも。外で酔っ払ってるおじさんもね。OK。What?Okay. Als ob hier alles friedlich bleibt. Immer wird doch passieren irgendwas sehr, sehr mieses. Ein eiskaltes Nein. Assari gotowatta na. Sekkaku no date no osasoi na no ni. Dou shitte motenai yo ne, zettai. Ma, shikata nai ne. Surei-san desu shi. Ne. Dou yara sono you da na.Was? War schon. Da soll ich ja wieder Windschreiten hochleveln. Boah. Okay. Nantoka Wahei kimari so datte ya. Ja, Arisha Hime wa taishita okada da na. Mattaku da yo. Uchi no teishu ni mo minorawase nakya. Kanaka mo yorokanderu yo. Seizou ga naku natte. So da na.おじさんもそう思うよ。一杯どうだ、戦友。ああ、喜んで。明日にしよう。出発。でも。急に眠気が。俺も腰痛が。What? Ehrlich? いい部屋取ってね。失礼。Ja, denk doch an Sabets Rücken. Er ist doch bestimmt auch schon ein paar tausend Jahre alt, irgendwie so hat. Arigato, Laira. Zukiatte kurete. Schon wieder kopiergeschützte Musik, höchstwahrscheinlich.Ich glaube, der ganze. Ich glaube, echt, der ganze Part wird blockiert.明日は吹雪か？エドナちゃんが俺様に会いに来るなんてね。答えて、あなたどうして兵馬を殺してたの？なんでそんなこと聞くんだ？しかも今。彼らを救うため？スレイみたいに、救うためにはやらなきゃいけないってこと、覚悟したの。そっか。エドナは認めきれてないんだな。死が救いになるって。今まであえて言葉にして何とか認めようとしてたってわけだ。エドナさんは聡明な方です。きっと今、決戦に向け。気持ちの整理をなさろうとしているでしょうね。私たちの中で最もいろんなものを見聞きしているザビーダさんと話をしてるんじゃないでしょうか。よく見てるんだな。学校の先生みたい。
ロゼさんも私にお話があるんでしょ。ドラゴンが現れた時、スレイはすぐ答えを見つけたよね。この戦場でこれ以上殺させたり殺されたりしてほしくないって。ええ、そしてすぐにそのためになさねばならないことも決めましたわね。志を持った方は時間の流れを超えてしまったかのように思わされることがありますが。すごいよね。すごい星空だな。ああ、誰が言ったんだっけ、星の数だけ思いがあるって。うまいこと言うよな。その思いそれぞれが輝いていると比喩したものだな。よっぽどのロマンチストだったんだろう。けれどロゼさんはそれに危うさを感じているのですね。少しでも気を抜くとまた迷ってしまいそうで、努めて気を張っているんじゃないかと。気づいてないのはスレア本人だけじゃないかな。張り詰めた糸ってほんのちょっとのきっかけでぷっつりいっちゃうでしょ。不安なのですか。ううん、不安とかじゃないんだ。どんなことになっても何が起きても私が何とかしたい。てかする。それがロゼさんの答えなんですのね。そうなのかな。私は昔からずっとこうだよ。ロゼさんが汚れを生まない理由分かった気がします。だからみんな安心してバーンとやっちゃってほしいんだけど、後のことは任せてなんて言うつもりはないよ。私も最後まできっちり付き合うからさ。ロゼさん、そのお話は皆さんに聞いていただいた方が良いのではないですか。そうすればきっとエドナさんもザビーラさんも勇気づけられると思いますわ。あの二人に改まって私がついてる的なこと言うのってなんか不思議な感じ。確かに。だこんなの子は複雑だな。だからこそそそられるんだけれども。Die ganze Zeit jemand besoffen im Hintergrund. バカな。バカさ。俺は見つけた一つの方法を信じることしかできねえやつだからな。どうして信じられる？俺はダチや同族の誇りを守ってやりたいだけさ。誰も望んで兵馬になったわけじゃない。けどよ、兵馬になるってのはどういうことかわかる。だから終わらせてやるのさ、そいつの誇りのため。うん。それで救われたと思う。さあね、そんなことはそいつが死んだ後あの世で考えてくれんだろう。これそう。つか、エドナちゃんたちはもう一つ覚悟しとかなきゃダメなんじゃない。ヘルダルフを撃った後、スレイがマウテラスをどうするかね。それはもういいわ。覚悟してる。あの子が決めたことを受け入れるだけ。むしろそれのがすげえけどな。ダチが苦しむのを黙って受け入れる。俺はできるかどうかわかんねえな。気にすることはないわ。どうせ最後までみんな一緒よ。んじゃあそん時俺様がブルってたら
優しく抱きしめてくれ。いやよ。Was das erste Mal, als Edna gelächelt hat. Ich meine nicht so ein sadistisches Lächeln, sondern so richtig von Herzen.